Heute verließen wir Chiang Rai bereits wieder. Bevor es aber losging, brauchten wir erstmal was zum Frühstücken. Der erste Versuch schlug leider fehl. Aber dann gab es zum Glück ganz leckeres Pad Thai. Wir reisen heute mit dem Local Bus zur Thai-Lao Friendship Bridge für den Grenzübergang nach Laos. Im Bus haben wir einen Eindruck davon bekommen, wie sich Ofenkartoffeln fühlen. Auf der zweistündigen Tour konnte uns selbst der Fahrtwind kaum Abkühlung verschaffen. So, jetzt sind wir schon mal aus Thailand ausgereist und haben Tickets für den Shuttlebus nach Laos. Dann müssen wir gucken, dass wir uns mal über die Grenze lassen. Und dann sind wir in einem neuen Land. Toll! Das Zimmer in Ban Huak Sai, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, war recht einfach. Aber für eine Nacht sollte das schon klar gehen. Zuerst mussten wir uns etwas von der laotischen Währung Kip beschaffen und wurden damit zu Millionären, denn 100.000 Kip entsprechen gerade mal 4,40 Euro. Guten Morgen, wir sind auf dem Weg zum Pier, um uns das Boot zu schnappen. Mit Sack und Pack. Oh, und wir haben Verpflegung. Insgesamt werden wir 2 Tage unterwegs sein. Die erste Etappe der Fahrt soll uns von Ban Huak Sai nach Pak Beng bringen und etwa 7 Stunden dauern. Unterwegs sahen wir unzählige Waldbrände. Diese sind neben vorsätzlich abgebrannter Felder der Grund für den dichten Dunst, der über dem ganzen Land liegt. Schließlich waren wir endlich an unserem heutigen Zwischenstopp, Pak Beng, angekommen. Am nächsten Morgen deckten wir uns erneut mit Verpflegung ein und waren dann die Ersten auf dem Boot, um die besten Plätze zu bekommen. Während der Nacht hatte es geregnet. Vielleicht hatte das dafür gesorgt, dass der Dunst noch dichter war als zuvor. Schließlich ging es los. Auf der zweiten Etappe unseres Trips waren noch 160 Kilometer zu bewältigen. Dafür waren gut 8 Stunden Fahrzeit veranschlagt.